Mein Name ist Vatalia Stefano, ich bin Geschäftsführer der Gerüstbaumeisterbetrieb Kolb GmbH. Der Kunde hat uns beauftragt, ein Angebot zu erstellen, um seine Fassade zu sanieren. Und durch das BLK 3D haben wir die Möglichkeit, dem Kunden zu zeigen, warum wir wo wie viel Gerüst brauchen, um einfach die Quadratmeter zu ermitteln. Der Ablauf läuft wie folgt. Wir stellen uns an der Eingangsseite, umlaufen im Uhrzeigersinn. Wichtig ist, dass man immer die gesamte Fläche hat. Ist das Haus zu lang, müssen wir das Haus in zwei Abschnitten teilen, um die Fotos zu machen, damit das Aufmaß einfach genauer ist. Grundsätzlich ist es so, dass jede Baustelle von mir oder meinem Bauleiter angefahren wird. Also über Daten, die uns der Kunde oder Fotos oder vielleicht sogar ein Angebot von einem Mitbewerber, Marktbegleiter übermittelt, akzeptieren wir nicht. Also wir machen nur die Fotos, kein Aufmaß auf der Baustelle. Ja, das Aufmaß wird dann vom Techniker im Büro ausgearbeitet. Wir sind so aufgestellt, dass der Kunde am nächsten Tag sofort sein Angebot bekommt. Wenn wir vor der Fassade stehen und das erste Bild machen, positionieren wir uns ca. 10% der Entfernung zur Fassade nach links oder rechts, um das zweite Bild zu machen, damit es übereinander gelegt werden kann, um es genau zu haben. Die Toleranz, was Leica verspricht, ist für einen Gerüstbau mehr als zufriedenstellend. Wir reden hier in der Toleranz von weniger als 1 Zentimeter. Also ich komme mit Software sehr, sehr schlecht klar. Ja? Aber ich muss sagen, es ist einfach narrensicher. Nachdem wir fertig sind, übergeben wir das Leica BLK 3D unserem Techniker im Büro. Der schließt das an die Software an, die auf dem Rechner liegt, und bearbeitet das Bild von dort aus. Lädt die Bilder hoch, tut sie bemaßen, und dann, wenn das fertig ist, logge ich mich ein und tue das Aufmaß ermitteln. Die Vorteile von BLK 3D sind, man hat eine Dokumentation gleich mit Bilder und Maße. Die Handschrift jedes Mitarbeiters ist nicht lesbar oder nicht immer lesbar. Mit dem BLK 3D hat man alles digital. Ja? Und Punkt 3, was für uns ganz, ganz vorteilhaft ist, man bekommt nicht den Zuschlag für das Angebot am nächsten Tag. Manchmal dauert es sogar bis zu einem Jahr. Das heißt, Sie müssten wieder rausfahren und das kontrollieren. Passt das noch alles? Ja? Habe ich damals einen Fehler gemacht? Mit dem Leica ist es ein Klick im Büro und wir haben die gesamte Akte da. Wir geben diese Bilder ja auch für die Montage mit. Das heißt, die Mitarbeiter haben den ganz, ganz großen Vorteil, dass sie das Haus bemaßt schon haben. Nachdem der Kundenkontakt erstellt war und wir den Termin mit dem Kunden vor Ort haben, haben wir ursprünglich mit Zollstock und Leica Disto gearbeitet, hat uns sehr viel Zeit gekostet. Wir sind maximal auf 6 Baustellen pro Tag gekommen, durch die Fahrzeiten, die wir natürlich auch haben von einer Baustelle zur anderen. Durch das BLK 3D, seitdem wir das im Einsatz haben, ja, schaffen wir bis zu 17 Baustellen am Tag. Ja, weil wir mit dem BLK pro Baustelle keine 4 Minuten brauchen, mit dem Disto brauchen wir bis zu 1/2 Stunde. Ja, wir müssen mit dem Disto Fotos mit dem Handy machen, um selbst zu wissen, welche Seite war was. Wir machen eine kleine Grundrisszeichnung und müssen dann wirklich Länge, Höhe, wenn Erker, Giebel, ja, müssen wir Dachüberstand, müssen wir alles per Hand im Endeffekt rausmessen. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen mal den richtigen Test gemacht. Mein Bauleiter, einen Tag vorher mit dem Disto, hat für eine sehr komplizierte Baustelle fast 1 Stunde 15 Minuten gebraucht zum Aufmessen. Ich mit dem Leica BLK 3D am nächsten Tag habe gerade mal 8 Minuten gebraucht. Als wir angefangen haben, war ich der Erste, der es bekommen hat. Mittlerweile weiß ich, dass schon 22 Kollegen dem angeschlossen haben. Und ich behaupte auch, dass das Gerät sich definitiv durchsetzen wird. Andere Marktbegleiter haben da keine Chance.